Hello, I'm the Nostalgia Critic. I remember it, so you... Nee, falsch. Hallo und willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ja, klingt besser. Emmerich, The Master of Disaster, wurde vor 65 Jahren in Sindelfingen geboren, alles Gute zum Geburtstag, und war auf der Filmuni einer der ganz, ganz wenigen, der Hollywood-Filme toll fand. Alle anderen haben irgendwas geschwafelt von Ingmar Bergman und von der Nouvelle Vague aus Frankreich. Der hat offen dazu gestanden, dass er Krach-Bumm-Filme toll findet und ganz besonders die von Steven Spielberg und George Lucas. Nach dem Abschluss beschloss er, selbst ein kleiner Spielberg zu werden oder zumindest ein Spielhügel, und produzierte seine ersten Filme wie das Arche Noah Prinzip oder Projekt. Hieß er das Arche Noah Projekt oder Prinzip? Ich gucke auf IMDb und blende es euch ein. Hat einen irgendwie Sci-Fi, irgendwie Horrorfilm gedreht namens Joey, den ich mal gesehen habe und den ich fürchterlich fand. Dann Moon 44 von 1990, über den habe ich auch schon mal ein Video gemacht, den fand ich gar nicht mal so schlecht. Und seine erste Arbeit in Hollywood war dann Universal Soldier von 92 mit Jean-Claude Camille François van Varenberg und Hans Lundgren in den Hauptrollen. Ja, so heißen die zwei wirklich mit bürgerlichen Namen. Habe ich mir nicht ausgedacht. Übrigens, Lundgren hatte auch vor kurzem Geburtstag. Auch für dich. Alles Gute nachträglich, Junge. Mario Casar, einer der beiden Hauptproduzenten von Carolco Pictures, wollte den Stoff Ende der 80er, Anfang der 90er verfilmen. Dann hat es aber mit dem ersten Regisseur nicht so richtig geklappt. Der war gerüchteweise Ridley Scott. Das Drehbuch hat auch nicht so richtig gepasst, also ist Scott dann ausgestiegen. Dann kam Emmerich ins Boot, hat Dean Devlin mitgebracht. Der hat in Moon 44 noch als Schauspieler mitgewirkt. Wollte aber auch Drehbücher schreiben und Emmerich hat gefragt, können wir ein bisschen was an einem Drehbuch machen? Das ist irgendwie noch zu schwammig und kann ich jemanden das umschreiben lassen? Und dieser jemand war dann Dean Devlin. Daraus wurde dann mehr oder weniger die Story, wie wir sie heute kennen. Und aus Ridley Scott und Andrew Davis hat, glaube ich, auch noch hingeschmissen, der Regisseur von Alarmstufe Rot und Auf der Flucht. Ja, daraus wurde dann Roland Emmerich und Universal Soldier wurde sein erster richtiger Blockbuster in Hollywood. Luke Devereaux, gespielt von Jean-Claude Van Damme, und Andrew Scott, gespielt von Dolph Lundgren. Ja, zwei Europäer spielen hier zwei Amerikaner. Das ist Inklusion à la Roland Emmerich. Das sind zwei Soldaten im Vietnamkrieg, die sich kurz vor Ende des Vietnamkrieges in einem Dorf in die Haare kriegen und dann gegenseitig umbringen. Und es gibt auch jede Menge tote Zivilisten. Und dann kommt so ein ganzer Army-Trupp, der dann die Leichen wegräumen soll. Und einer fragt den Befehlshabenden, wie sollen wir das hier erklären? Und er sagt, gar nicht. Wir werden das gar nicht erklären. Und die zwei Jungs werden also als vermisst gemeldet, missing in action und nicht für tot erklärt. Dann kommen die in ihre Leichensäcke rein und Reißverschluss. Und dann Schnitt. Und dann haben wir 1992. Und wir finden raus, was mit diesen beiden und noch anderen toten Soldaten passiert ist. Die wurden als eine Art wiederbelebter Cyborg-Kampfmaschinen-Soldat hergezüchtet für das Universal Soldier-Projekt, weil normale Soldaten offensichtlich nicht ausreichen, oder vielleicht kriegt man einen Knatsch mit den Familien, nur diese Toten, die, also von denen denken ja alle, die sind längst tot, also wenn die abnippeln, dann ist es nicht so schlimm. Und außerdem, wie wir im weiteren Verlauf des Films rauskriegen, die nippeln gar nicht ab, egal wie oft man sie erschießt. Haha! Übrigens so ganz, ganz mini hinten im Bild, so als Vierter von links, da sieht man noch Michael J. White, der ja später dann mit Spawn unter anderem berühmt wurde und der in einer der Fortsetzungen dann tatsächlich eine Hauptrolle hatte. Ein weiterer Soldat wird gespielt von Ralph Möller oder Ralph Müller, wie er im Audiokommentar von Dean Devlin immer ausgesprochen wird. Ja, der spätere Star aus Gladiator und der gebürtige Recklinghausener, der hat ja auch eine ordentliche Rolle abgestaubt. Übrigens schon das zweite Mal, dass er mit Van Damme zusammengearbeitet hat. Das erste Mal war 89 in Cyborg. Jetzt gibt es also das von dem Militär beaufsichtigte Projekt der Universal Soldier. Und siehe da, schon gibt es am Hoover Damm die erste Geiselnahme und dann werden die Unisol-Jungs werden da reingepfercht und dann und alle bösen Jungs sind tot und ah, prima, wir sind die allergeilste Regierung auf der Welt. Nur dann geht etwas schief, denn dadurch, dass die Jungs ja jetzt wiederbelebt wurden und in diese
Krach-Bumm-Baller-Situation rein sind, da kommt auch das Kriegstrauma in Devereaux und in Scott wieder hoch. Und ähnlich wie in Robocop müssen diese Kampfmaschinen jetzt also langsam ihre Menschlichkeit wiederfinden. Of course! Dann gibt es die blonde Journalistin, deren Filmfigurennamen ich vergessen habe, gespielt von dieser Blonden aus Profiler, deren Namen ich vergessen habe. Ich gucke aber gerne nach. Die findet raus, dass da irgendetwas faul ist und schafft es, Devereaux da von diesem US-Militärgelände wegzukriegen, also mehr oder weniger zu entführen. Und findet dann raus, dass der sozusagen unverwundbar ist. Also der marschiert durch Wände. Er muss sich dauernd kühlen mit Eis. Das ist ein Schwachpunkt, den diese Viecher haben. Also die müssen immer unter Bergen von Eiswürfeln begraben werden, damit ihre Körper nicht überhitzen. Und so wittert sie natürlich die große Story des Jahres und will das Ganze aufdecken. Wie das Ganze dann ausgeht und wie der Showdown aussieht, das kann man sich ungefähr denken, wenn der Karate-Champion Jean-Claude Van Damme die eine Hauptrolle spielt und der Karate-Champion Dolph Lundgren die andere Hauptrolle spielt. Es kommt natürlich zum großen Showdown. Wie der ausgeht, wird jetzt nicht verraten. Insgesamt muss ich sagen, dass Universal Soldier ein sehr unterhaltsam gemachter Film ist. Natürlich hat er jede Menge Schwächen, also von Lundgrens steifem Spiel mal abgesehen, was ich schade finde, denn in Creed 2 oder in Dark Angel habe ich gesehen, dass der Mann es besser kann. Jean-Claude Van Damme ist hier echt gar nicht schlecht, also er spielt die Rolle unfreiwillig komisch, so wie sie auch angelegt ist, also ein Typ, der halt komplett aus seiner Zeit gefallen ist, der auch keine große Emotion zeigen darf und gerade das macht es dann hin und wieder recht witzig, wenn er zum Beispiel sagt, dass er einen Sender am Körper hat und zieht sich nackig aus und sagt der Journalistin, drückt ihr dann so ein Messer in die Hand und sagt, irgendwo am Meer muss ein Sender versteckt sein, such doch mal nach etwas ungewöhnlich, nach irgendwas Hartem. Und dann guckt er nach unten und sieht halt, was da so ist und fragt, gehört das dahin? Naja, so Dinge halt. Ist jetzt nicht unbedingt die Perle des Humors, also es ist nicht auf einem Level mit Monty Python oder den Marx Brothers, aber hier in dem Film macht das doch ganz gut Laune. Und die Action ist gut gemacht und die ist gut inszeniert, also auch die Second Unit hat hier ordentliche Arbeit abgeliefert und generell kann ich das in Roland Emmerich Filmen sagen. Von denen kann man jetzt halten, was man will. Und The Day After Tomorrow fand ich furchtbar. Und 2012 fand ich furchtbar. Und Independence Day 2 fand ich furchtbar. Also das sind jetzt wirklich keine Filme, an die man sich noch die nächsten 100 Jahre erinnern wird. Aber Stargate zum Beispiel fand ich, so flach der auch war, fand ich den gut und unterhaltsam gemacht. Und Independence Day so hochpatriotisch und so Hurra, Amis, ihr seid die Allergeilsten, der auch war. War der immerhin unterhaltsam und einigermaßen lustig und kompetent gemacht. Und genau das gleiche gilt bei Universal Soldier mit Abstrichen. Also auch den finde ich kompetent und unterhaltsam gemacht. Ich finde aber, in der zweiten Hälfte des Films geht der ganzen Geschichte so ein bisschen die Luft aus. Also die ersten 45 Minuten, die sind wirklich packend gemacht, wenn man so dieses Militärprojekt langsam kennenlernt und rausfindet, was aus diesen zwei toten Vietnamkriegsveteranen geworden ist und was die Regierung jetzt mit denen macht und dass es nicht die einzigen sind, sondern es gibt ja so einen ganzen Kommandobus voll einem halben Dutzend unzerstörbarer Bam-Bam-Bam-Bam-Soldaten. Ja, und dass sie dann ihren ersten Auftrag haben und so. Also das ist wirklich alles schmissig und sehr gut und sehr fluffig und in einem Ruck durchinszeniert. Wirklich sehr professionell gemachtes Hollywood-Produkt. In der zweiten Hälfte flacht es dann ein bisschen ab, wobei das eigentlich dramaturgisch die bessere Hälfte sein könnte, wenn Devereaux langsam rausfindet, wer er ist, wo er herkommt, was die Regierung mit ihm veranstaltet hat. Da ist eigentlich Potenzial für Drama da. Nur komischerweise flacht es irgendwie ab. Insgesamt ist das aber immer noch ein absolut brauchbarer Action-Klopper geworden, den man sich wirklich unfallfrei angucken kann. Nur, ihr müsst aufpassen, wenn ihr euch den Film holt, welche Version ihr euch holt. Also diese 18er DVD, die habe ich mir mal auf der DVD-Börse gekauft. Und obwohl die erst ab 18 freigegeben ist, habe ich es ja trotzdem geschafft. Kann man das hier sehen? Habe ich es trotzdem geschafft? Jetzt wird es ein bisschen unscharf. Da steht geschnittene Fassung. Ja, wo ich mich frage, warum bringt man eine 18er DVD auf den Markt, wenn dann auch noch was fehlt? Also dann kann man sich's auch sparen. Mittlerweile die Blu-ray in sehr guter Abtastung. Es gibt jetzt auch eine 4K-Version. Die Blu-ray wurde von der FSK auf 16 runtergestuft und ist angeblich ungeschnitten. Also Augen auf beim Kauf, kann ich da nur sagen. Und hier auf YouTube gibt es den Film auch. Und ich meine sogar auch in der unzensierten Version. Da allerdings ist er wieder 18 freigegeben. Also ja, der Film klaut natürlich bei Terminator, er klaut natürlich bei Robocop, also das Rad wird hier nicht neu erfunden. Aber es sind 100 Minuten, 105 Minuten, wie lange? 98 Minuten, naja. 98 Minuten, einigermaßen schnörkellose, gut gemachte Krawum-Unterhaltung,
die man sich angucken kann, wenn man ein Action-Fan ist und wenn man mit der Tatsache leben kann, dass Roland Emmerich jetzt keine perfekten Filme macht, aber doch verdammt unterhaltsame Filme. Für Universal Soldier gibt es unterm Strich 3 von 5 untoten Vietnamkriegsveteranen und einen halben Kopfschuss. Eingeschränkte Guckempfehlung für alle Emmerich-Fans und alle Action-Fans. Alle anderen können den Film gerne links liegen lassen. Hallo zusammen und vielen Dank fürs Reinklicken, Kommentieren, Abonnieren, Daumen nach oben dirigieren, diesen Film konsumieren, mit mir auf Social Media interagieren. Wenn ihr Universal Soldier noch nicht gesehen habt, finde ich, falls ihr Action-Fan seid, gehört einfach dazu. Es gibt ein paar Fortsetzungen, einige sind nicht so, andere sind ganz gut. Zum Beispiel die mit Scott Adkins. Kann man sich angucken, muss man nicht, aber ja. Ist ein 90er Action-Klopper, der einer der besseren ist und, finde ich, gehört einfach in den Action-Kanon der vergangenen 20, Mann, mittlerweile 30 Jahre. Bin ich schon so alt? Ja, anscheinend. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, viel Spaß beim Gucken von dem da oder von einem meiner 5000 Videos und bis zum nächsten Mal.